Morell. Ich bin Konditormeister, bin 31 Jahre alt und seit 10 Jahren in Lübeck. Wir sind hier heute in der Fleischhauerstraße 62 im Uter-Café und backen heute Butterstollen. Neben Mehl kommt in Butterstollen natürlich ganz, ganz, ganz viel Butter. Und dazu gehören Mandeln. Salz kommt überall rein. Außer Buttermehl und Salz kommt dann noch ganz viel Orangenabrieb rein. Und Zitronat und Orangenschale. Das ist das, was die meisten Leute nicht mögen im Stollen. Dann kommt verhältnismäßig relativ wenig Zucker rein. Bittermandeln dürfen nicht fehlen. Und natürlich Hefe. Ne? Über Nacht eingelegte Rumrosinen. Und Vanilleschoten. Also einen Teil vom Mehl nehmen wir schon mal vorab weg und machen dann einen Vorteig draus. Die Hefe klein bröckeln und Wasser, das vermischt man jetzt. Lässt das Ganze einfach eine Stunde lang stehen. So, auf den Vorteig packen wir jetzt einfach das restliche Mehl und ganz viel Butter und Ticken Wasser. Also es ist relativ wenig Flüssigkeit drin. Und dann wird das Ganze erstmal durchgeknetet. Jetzt mache ich das Orangenschat klein und das Zitronat. Also Orangenschat und Zitronat ist ja Zitrone und Limette, die kandiert wurde. Also nach dem Abreiben presst man dann die Orangen aus. Und die geben immer ein bisschen mehr Saft, wenn man die so ein bisschen rollt. Das Mark ist halt super intensiv natürlich, das ist halt mit das Beste. Aber es ist auch ganz klebrig, das heißt, man muss das irgendwo ranmachen. So, dann kommen Bittermandeln und Salz noch dazu. Und dann kommen eben die gehackten Mandeln dazu. Ganzen restlichen Zutaten rein. Also das gemixte Orangenschale. Salz, Bittermandeln, Mandeln. Dann kommen jetzt noch die Rumrosinen rein. So, und jetzt lassen wir den nochmal eine Stunde stehen. Genau, also hier wiege ich jetzt das Marzipan ab, was dann nachher in den Stollen reinkommt. Und so ein klassischer Christstollen, der wird halt eben gewickelt. Das ist mit dem Teig hier aber gar nicht möglich, weil der einfach... Es ist halt im Prinzip gar kein richtiger Teig, weil es nur Mehl und Butter ist. Deswegen wickelt man das nur so ein. Ein bisschen wie ein Brot. Also man setzt die Stollen jetzt eng aneinander. Und jetzt beginnt der mühsame Teil tatsächlich, weil wir jetzt die ganzen Rosinen, die an der Oberfläche sind, nämlich wieder rauspieken. Weil der Teig geht hier noch ein bisschen auf und dann kommen die ganzen Rosinen nach außen. Und verbrennen halt. So, und jetzt kommen die ganzen Stollen in den Ofen. Dann holt man nochmal die letzten Rosinen, die beim Backen rausgegangen sind, also an die Oberfläche gekommen sind, holt man die nochmal ab. Und dann lege ich ihn jetzt einfach komplett in die Butter rein. Wenn sich die Butter beruhigt hat und nicht mehr viel passiert, dann holt man ihn raus. Also das nennt man Stollen buttern. Und nach dem Buttern, wenn sie nicht mehr ganz so triefig sind, setzt man sie nochmal in Puderzucker. Und in dieser Puderzuckerhülle bleiben sie dann mindestens eine Woche liegen. Also nachdem er jetzt halt eine Woche lag, wird der Stollen abgepinselt. Es hat sich diese schöne Kruste gebildet. Und fertig ist der Butterstollen.